Luxus, den wir uns leisten auf Kosten von anderen Ländern, von anderen Menschen, von Menschen, denen es sowieso viel, viel schlechter geht als uns hier. Ich bin Lennart. Ja, ich bin Jonas. Kevin. Jenny. Hast du ein Smartphone? Ja. Nutzt du das auch viel? Schon, ja. Termine, googeln, alles eigentlich. Ständig dabei, überall. Ich mache Online-Banking damit, ich mache alles damit. Was glaubst du, wie viel Zeit pro Tag verbringen wir damit aufs Smartphone zu schauen? Vielleicht 2 Stunden insgesamt. 2,5. 2, 2,5. Doch. Eine Stunde ungefähr? Sind 3 1/4 Stunden im Durchschnitt. Holla, die Waldfee. Was glaubst du, wie viele Menschen behalten ihr Smartphone länger als 2 Jahre in Prozent? Nicht viele. Ich würde mal sagen 30%. Ich würde sagen zwischen 40% und 50%. Das sind 13%. Oh, krass. Das ist ja voll die Wegwerfgesellschaft. Ach, noch weniger. Was? Was glaubst du, wie viele Handys liegen ungenutzt in Schubladen? Ich glaube schon Tausende. Keine Ahnung, ich habe glaube ich selbst 2, 3 oder so. 800 bis 1000 vielleicht. Es sind 124 Millionen. Wow. Wahnsinn. Okay. Was glaubst du, wie viele verschiedene Mineralien, Metalle und seltene Erden müssen aus Minen geholt werden, um ein Smartphone herzustellen? Also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie ein Handy richtig aufgebaut ist. Oh Gott, ich weiß nicht, vielleicht 10? Vielleicht so 15, 20. Dem Dreh? Also es waren glaube ich so 17 oder wenn ich mich nicht ganz täusche, wenn ich mal das richtig gelesen hatte. Es sind circa 60. Oh, dann bin ich wohl ein bisschen zu positiv gewesen. Überrascht dich das? Ja, also teilweise schon, vor allen Dingen einfach, wie wenig davon recycelt wird. Also was passiert mit dem Rest, wird ja einfach weggeschmissen. Und auch, dass wirklich immer noch so viele dieser wertvollen Mineralien dafür resourced werden. Und vor allen Dingen auch, wo kommen die her? Also wie werden die abgebaut? Wer ist dafür zuständig? Jetzt würde ich dich bitten, einmal da auf Play zu drücken. Ja. Das Mineral Kobalt ist ein wichtiger Bestandteil von Batterien in Smartphones, Laptops und Tablets. Und hier wird das meiste Kobalt der Welt abgebaut, in den Minen im Kongo, Afrika. Und das unter unmenschlichen Bedingungen. Doch Sien kann nicht zur Schule gehen, er muss seinem Vater bei der Arbeit helfen. Der Regen macht die ohnehin schon riskante Arbeit noch gefährlicher. Schon den ganzen Tag arbeitet er am Kobaltabbau. Er ist 8 Jahre alt. Er trägt weder Arbeitskleidung noch eine Schutzmaske. Und das, obwohl das Einatmen von Kobalt laut Weltgesundheitsorganisation Lungenprobleme verursachen kann. So sieht Hilflosigkeit aus. Während Smartphone-Konzerne Milliardengewinne einstreichen, bleiben diejenigen, die die Rohstoffe liefern, bitterarm. Oh mein Gott. Wow. Das ist übel. Es ist total traurig. Wirklich. Ohne Mist. Ist einfach Luxus, den wir uns leisten auf Kosten von anderen Ländern, von anderen Menschen, von Menschen, denen es sowieso viel, viel schlechter geht als uns hier. Und ich wünschte, das wäre anders, aber ich habe ja selber ein Smartphone in der Tasche, also ja. Bei so einem Thema, da wird das dann immer ins Bewusstsein gerufen, jetzt für uns auch, dann denken wir jetzt vielleicht mal drüber nach und dann vergisst man es wieder. Je älter man wird, desto weniger glaubt man an allgemeine Gerechtigkeit. Dass man das auch wertschätzt, dass man auch ein Handy hat. Ja, vielleicht einfach weniger, ne? Wenn du sie weniger benutzt, dann ist auch weniger Risiko, dass sie kaputt gehen. Ich habe viele oder etliche Kollegen auch, die sagen, ich habe mir so ein fair gehandeltes Smartphone besorgt und im Großen und Ganzen kann ich damit genau das Gleiche machen, was ich auch mit anderen Smartphones machen kann. Man darf es halt nicht so sehr unterstützen, dieser ganze Markt, der da drumherum entsteht. Sich zusammenschließen. Es gibt ja auch Organisationen, die sich für so etwas einsetzen. Man kann sich auch immer selbst weiterbilden. Nicht immer gleich das neueste Handy, wenn es rauskommt, kaufen und das alte in eine Schublade legen. Ich habe mir selbst schon mal gebrauchte Smartphones gekauft. Weil ich meine, solange ein Smartphone funktioniert, ist es doch in Ordnung. Da braucht man sich nicht die neueste Technik holen. Es muss einfach nur funktionieren.